Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Team-Video zum 15. Spieltag der German Pokémon League Season 4. Heute der vierte Rückrundenspieltag gegen das Team Precani und dem Teamleiter PresentLP. Damit begrüße ich euch erneut zum nächsten Spieltag der GPL. Nur heute mal mit einem ganz besonderen Team-Video, denn das hier kommt eindeutig etwas zu spät. Woran liegt das? Ganz vorneweg, ich hatte Technikprobleme. Genauer gesagt habe ich dieses Video schon mal aufgenommen, vor ein paar Stunden, und es wollte aber nicht abgespeichert werden, weil mein Speicher einfach voll war und das habe ich nicht bemerkt. Deswegen kam dieses Video erst später und ich hatte eben saugroße Probleme, mich um meinen Rechner zu kümmern, weil der unglaublich langsam wurde plötzlich. Und deswegen, ja, kommt das Video etwas später. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Und umso mehr wollen wir jetzt natürlich zackig hier zugehen und uns mal anschauen, wie wir uns so gegen Present in der Rückrunde vorbereitet haben. Wir haben ja auch in der Hinrunde gegen ihn gespielt. Da haben wir sogar ein knappes 1-0 erringen können für uns. War sehr hexlastig, war ein Freeze dabei. Wir wollen mal hoffen, dass es diesmal nicht allzu viel Hex geben wird. Vielleicht auch gar keine Hex mal. Das wäre mal eine ganze Abwechslung tatsächlich. Jedenfalls können wir damals ja gewinnen, auch wenn es sehr knapp war. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Match. Auch wenn da Missplays dabei waren, wir wollen hoffen, dass es diesmal nicht der Fall sein wird. Jedenfalls haben wir auch beim letzten Spieltag gegen Barzin erneut mal gespielt und wir haben auch da einen 4-0-Sieg erringen können. Leider Gottes sind wir jetzt weiterhin immer noch auf dem 8. Platz, auch wenn wir jetzt 21 Punkte haben. Wir schließen jetzt so langsam zu den oberen auf, aber wir haben noch keinen Platz gut gemacht. Könnte jetzt kommen, wenn wir jetzt gegen Present LP gewinnen sollten. Sollen wir auch, denn der Present ist sehr, sehr weit oben und ich würde ihn eigentlich sehr, sehr gerne überholen. Gerade zum Ende der GPL-Season wäre schon ziemlich nice, wenn ich über ihn stehen würde. Wäre ein kleines Ziel, ist aber nicht die erste Priorität. Hauptsache, wir können uns weiterhin von den Unplatzierten erstmal weiter mit dem Abstand bewegen. Das ist ja ganz gut. Aber wir schauen mal, was der gute Present so zur Rückrunde getauscht hat. Wir schauen mal rein. Er hat weiter noch Zedmagina im Team. Ist kein Punkt, den man erwähnen muss. Zedmagina ist sein bestes Mon, ist eins der besten Mons überhaupt in der GPL und trug damals schon den Z-Stein und jetzt immer noch. Ist einer der größten Gefahren und auch mein persönlicher Top-Threat hier für den Kampf. Dementsprechend muss ich mir in den Vormerkungen mich dementsprechend auch darauf sehr, sehr stark vorbereiten. Und deswegen können wir auch damit rechnen, dass es wieder kommt. Unter anderem auch Snibunna ist ebenfalls ein Punkt, den man erwähnen muss, was Snibunna ebenfalls in der Hinrunde dabei ist. Hatte er, glaube ich, auch mitgenommen gegen mich in der Hinrunde und das war ein sehr, sehr starkes Mon damals auch und es ist immer noch, ist eine sehr große Gefahr in der physischen Offensive. Zusammen mit Magena auf jeden Fall ein starkes Mon. Was dann mit dazu kam noch, jetzt zur Rückrunde, ist Rotom Wash, hat er für Butalanda ausgetauscht. Definitiv in Ordnung, denn er hat allgemein, also Person hat ja sehr, sehr offensives Team gehabt und hat das jetzt um einiges defensiver auch gestaltet, was ich gut verstehen kann. Barty im Vergleich hatte ja auch ein offensives Team, hat das noch offensiver gestaltet. Aber Present hat jetzt auf jeden Fall einen defensiven Core aufgebaut, der jetzt noch etwas stärker ist. Vorher war eben nur Vesprit da eigentlich. Was hat er sonst noch gehabt? Eigentlich nichts wirklich defensiv. Magina könnte man defensiv spielen, Arcani vielleicht auch, aber will er eigentlich eher offensiv spielen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt hat er ja Rotom Wash dabei und auch Tangela. Ist ein defensiver Core, den ich sehr gut kenne, weil ich den selber in der zweiten Season ja eingebaut habe ins Team. Vielleicht kann ich das sogar für mich ausnutzen, wenn ich das gut kann. Aber na gut, Rotom Wash ist ein super Pick gewesen, keine Frage. Butalanda zwar auch ein starkes Mon, aber Rotom Wash hat er in der Defensive halt gebraucht und ist ein super Partner für Magierna. Also die beiden in Kombination mit Voltwechsel sind sehr gefährlich, vor allem weil Rotom Wash auch Magierna ganze Schwächen wegnimmt. Allgemein können sie sich wunderbar defensiv austauschen, das passt eigentlich wunderbar, deswegen ein super Wechsel seinerseits und sehr gefährlich. Danilo Queen war auch schon in der Hinrunde dabei, kann gefährlich werden, war bis jetzt aber nicht so gefährlich. Also in der Hinrunde hat er es mitgenommen, da konnte es aber nicht so großartig glänzen. Also ich habe da Waffen gegen, ich glaube auch nicht, dass er das mitnehmen wird. Nur mal so zur Info, ich habe mit dem Present bereits gekämpft, schon vor 5 Tagen, weil ihr kennt den Present, der macht ja immer sehr, sehr aufwendige Videos. Er modifiziert ja immer seine Kämpfe, das heißt, da ich das wusste, haben wir extra den Kampf etwas vorher aufgenommen und schon am Montag gemacht. Jetzt ist er schon so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, wie der ausging. Habe ich gewonnen oder verloren? Werden wir wohl morgen sehen, aber wir schauen mal. Jedenfalls war es auf jeden Fall ein interessanter Kampf. Aber egal. Nidoqueen, sehr interessantes Pokémon, wie gesagt, aber ob es mitnehmen wird, weiß man nicht so genau. Stattdessen haben wir noch Arcani, was er als Signature-Mon immer mitgenommen hat bisher, auch in der Hinrunde. War als Scarfer mit dabei. Ich glaube, er wird es auch wieder mitnehmen, auch nochmal als Scarfer, weil das Ding sich als Scarf einfach gut lohnen wird. Mal schauen, was dabei rauskommt, aber das Ding kann offensiv auf jeden Fall genug machen. Meistergriff genauso, ist jetzt neu in seinem Team, hat er Verschämen reingeholt. Auch dementsprechend verständlich. Verschämen ist zwar ein starkes Mon, auch defensiv und auch als Supporter gut geeignet, aber Meistergriff brauchte er, weil er eben ein neues Kampf-Pokémon brauchte. Hat er Kikli rausgeholt und Meistergriff ist definitiv viel, viel besser und auch viel gefährlicher für mich in der Offensive. Weil ich habe da nicht allzu viel gegen, weil das Ding kann mit Tempo schon viel Schaden machen und der Rest, der das Ganze abfängt, der wird halt sehr effektiv von anderen Attacken getroffen. Also sehr, sehr gefährlich. Ebenfalls sehr gefährlich ist ein neues Mon, was er eben für Kikli reingeholt hat und das ist Schwalboss. Und das Ding macht eine Sache, speziell offensive Specs mit Überschallknall angreifen. So ist es gedacht. Speed hat es genug, ist es genauso schnell wie in Snibunna eigentlich. Wird also sehr wahrscheinlich immer Specs gespielt seinerseits. Und es hat Überschallknall, es hat Arcan, es hat Hitzewelle. Also ganz ehrlich, das Ding ist verdammt gefährlich fürs Aryu. Also er muss es eigentlich immer nur Specsen. Und irgendwas muss irgendwie immer in den Überschallknall reinkommen. Er braucht jetzt anders drücken theoretisch, weil es einfach immer Schaden macht mit dem Step. Durch Rauflust kann also auch kein Geist-Pokémon da reingeswitcht werden.
Stahl-Pokémon werden dann von Hitzewelle getroffen und nur Gesteins-Pokémon können ihm wirklich irgendwie entgegentreten. Und ich habe kein Gesteins-Pokémon in meinem Team. Blöd. Ich hätte theoretisch noch Turtok, dazu würden wir gleich nochmal kommen. Was das einzige Mon wäre, was das ganz gut eigentlich aushalten würde. Deswegen ist Schwalbus auch sehr gefährlich. Er hat potenziell sehr viele Pokémon, die er mitnehmen kann. Unter anderem auch Vesprit. Das war ja auch in der Hinrunde dabei. Hat er mitgenommen und das war auf jeden Fall defensiv auch sehr, sehr stark. Konnte die Tarnsteine rauslegen natürlich und hat mich ziemlich genervt und konnte mein Kyurem dann im Endeffekt rausnehmen, was nicht so schön war. Vesprit kann auf jeden Fall viel ausrichten, vor allen Dingen offensiv und defensiv kannst du gut supporten. Vesprit ist ein Ultimum, definitiv kann er super mitnehmen und wird er, glaube ich, auch mitnehmen zur Rückrunde gegen mich, würde ich zumindest erwarten. Gut, dann hat er noch neu mit dabei, Tangela. Ich glaube, er hat wirklich alle vier Switches gemacht. Ne? Rotomosch, Meistergriff, Schwalbus und Tangela, genau richtig. Tangela in der Defensive mit Rotomosch zusammen sehr, sehr gut im Chor. Und Tangela kann eben physisch defensiv mit dem Evoliten viel, viel aushalten. Da muss man drauf achten. Aber ich denke mal, ich habe genug Waffen dagegen, dass er es gegen mich mitnehmen wird, weil ich kann mit Eis und Gift in der speziellen Seite genug Schaden machen, wenn ihr euch so mal mein Team anguckt. Deswegen sollte das eigentlich gar keine Gefahr darstellen. Deswegen wende ich das jetzt einfach mal aus. Ich habe es auf dem Schirm, aber ihr will es wahrscheinlich nicht mitnehmen, weil er andere Möglichkeiten hat. Genauso auch Raichu und Ordoch eigentlich. Raichu und Ordoch, also er hätte Ordoch mitgenommen, glaube ich, auch zurück zur Hinrunde. Wurde aber gefreezed. Hatte eh keine Chance gehabt. Also Kyurem Black hätte da ein ganz gutes Matchup eigentlich. Und Ordoch kann defensiv ein bisschen was aushalten, noch ein bisschen supporten vielleicht, aber nicht mehr. Und das wird, glaube ich, sich nicht lohnen. Da hat er andere Optionen gegen mich. Auch Raichu zum Beispiel ist zwar schnell, aber Schwalbus und Simona sind halt schneller. Die wird er eher mitnehmen als Raichu. Und Raichu als sich als Typ wird sich gegen mein Team nicht allzu sehr lohnen. Deswegen, die Enyus sind nicht allzu stark gegen mich in seinem Team. Da hat er andere Optionen und die sind auch stark genug. Deswegen schauen wir uns mal an, was wir so mit meinem Team anstellen können gegen ihn. Und wir schauen direkt mal ins erste Pokémon. Ich möchte nämlich heute auch wieder sehr offensiv starten gegen ihn und mal schauen, ob das was bringt. Wir starten mit Cobalion, mit dem Walwan. Komplett physisch offensiv. Ich möchte mit Cobalion einfach reinhauen. Das Ding kann mit einem Choice Band Nahkampf richtig viel Damage machen. Auch natürlich komplett mit Angriffsinvestment. Hat auch Worldwechsel dabei, um ein bisschen Momentum zu haben. Steinkante speziell eben für Schwalbus gedacht und für Arcani. Wobei auch Schwalbus natürlich nicht einen Nahkampf fressen würde grundsätzlich, aber Arcani wäre wahrscheinlich eher der Switch, in den er reinholen würde. Vielleicht auch Nidoqueen, man weiß es nicht, das wäre noch eher der Switch vielleicht. Sein Duckling wäre noch dabei, falls ich nicht auf Nahkampf zurückgreifen muss, wenn es eh schon ausreicht mit dem Pokémon, das vor mir steht und ich ungern die Deathdrops kassieren möchte durch Nahkampf, weswegen ich dann auf sein Duckling gehen kann. So ist das Ganze gedacht. Aber Nahkampf macht eh überall irgendwie Damage. Auch auf Rotomosch, auch wenn es physisch defensiv ist, macht es irgendwie Damage auf jeden Fall. Und ich habe mit Cobalion recht viel KP-Investment. Ich brauche nicht so viel Initiative-Investment tatsächlich. Weil ich mir Arcani angucke. Das könnte ich outspeeden, aber wird Scarf spielen wahrscheinlich. Und Meistergriff zum Beispiel hat eh den Tempo-Hieb. Und den Rest muss ich nicht outspeeden, könnte ich dann eh nicht dementsprechend. Ich muss nur Nidoqueen und Vesprit outspeeden, wenn es zum Matchup kommt, dass ich da irgendwie viel Damage machen kann. Vesprit ist, glaube ich, ein guter Switchen auch, weil wenn es mitnimmt, werde ich auf jeden Fall auf Voltwechsel gehen, weil er irgendwas reinholen kann. Vesprit physisch defensiv kann auch offensiv sein. Nahkampf würde es auf jeden Fall tanken, deswegen muss ich da ein bisschen Momentum reinholen, um in Vesprit was reinzuswitchen. So wird es wahrscheinlich aussehen, aber Cobalion soll eher in Late Game noch ein bisschen was machen und da schon ein bisschen Druck aufbauen. Weil er muss natürlich damit rechnen, dass ich Tarnsteine mitnehme, weil die Tarnsteine gegen ihn verdammt gut sind. Ich sehe es nie wunder, ich sehe Arcani, Schwalbaus, potenziell Vesprit und Nidoqueen mit dem Tarnstein, mit dem Fokusgurt, wo die Tarnsteine natürlich viel helfen würden. Und deswegen sind die Tarnsteine wichtig. Die Frage ist, auf welchen Pokémon werde ich sie drauf haben? Das weiß er nicht direkt. Deswegen werde ich die nicht auf Cobalion haben, aber ich werde sie wahrscheinlich so quasi baiten und eben signalisieren, Achtung, ich könnte Tarnsteine haben zum Beispiel. So könnte es aussehen. Aber ich habe eben umso mehr KP-Investment drin, um auch ganz gut Attacken zu tanken. Gerade als Nibunda switchen, ist Cobalion hier ganz, ganz wichtig, weil ich kann hier wunderbar in einen Abschlag rein switchen. Dann stelle ich mal vor, Cobalion. Klar, ich habe dann kein Wahlband mehr durch den Abschlag, aber ich habe plus 1 durch Redlichkeit. Also hat sich das quasi rentiert und ich kann sogar frei auf irgendeinen Move gehen. Das heißt, erst auf Nahkampf drücken, dann auf Voltwechsel. Ist perfekt theoretisch. Und das heißt, er hat dann unglaublich Druck hinter sich und das wird dann mein Plan sein. Dann eine Offensive. Haben noch Kyurem Black, habe ich in der Hinrunde auch mal mitgenommen. Und zwar fast genau mit demselben Set. Auch speziell offensiv mit dem Lebenorb und mit Erdkräfte, Eisstein und Delegator. Neu dabei ist Wutanfall. Zuvor war die Ampelleuchte drin in der Hinrunde aufgrund Snibunas und Vesprit. Aber diesmal dachte ich mir, okay, Ampelleuchte kann Schaden machen, aber Delegator mit Wutanfall zusammen macht, glaube ich, zusammen mehr Sinn. Ich habe nur eine Angst, die mir da entgegenkommen könnte, das ist eben Schwalbus, weil Überschallknall durch den Delegator durchgeht. Ich möchte nämlich auch mit Kyurem Black leaden, weil man muss immer mit rechnen, dass Kyurem Black gescarft ist, wenn man damit leadet. Das ist einfach so, man muss die Angst haben. Auch ich habe das mit Regi schon mal probiert, das hat funktioniert, wunderbar, habe super viel Druck aufgebaut, direkt einen Pokémon rausgenommen. Wäre super, wenn es mit Kyurem Black auch funktioniert, weil ich kann direkt einen Delegator rausholen, wenn da zum Beispiel Rotomosch ein potenzieller Lead ist, was Irrlicht, Donnerwelle, was heißt noch, Voltwechsel, Hydropumpe einsetzen kann, bringt ihm gar nichts, weil er kann meinen Delegator damit nicht durchbrechen, ich bin automatisch schneller und ich habe damit einen riesen Vorteil. Vesprit auch,
wird mich mit Kehrtwende dann nicht besiegen können, also den Delegator meine ich natürlich. Raichu kann mich auch nicht rausnehmen, kommt darauf an, was er für Moves drückt. Also eine Elektroattacke ist nicht sehr effektiv, die werde ich also auch noch überleben, wenn Voltwechsel kommt. Also ist das gar kein Problem. Deswegen ist so ein Kyurem Black wirklich nicht schlecht. Kann natürlich sein, dass er mit Akani leadet und mit dem Scarf. Ich könnte ihn dann theoretisch outspeeden, wenn ich einen Scarf hätte, weil ich habe einen Live-Orb. Ich habe ja komplett Initiative-Investment drin. Das heißt, ich würde, falls er nicht Scarf Akani ist, genau mit ihm einen Speed-Tail eingehen. Und den muss ich mal gucken, ob er eben kein Scarf spielt. Muss man mal schauen. Ansonsten komplett speziell offensiv ausgerichtet. Erdkräfte, Eilstrahlen in der Kombination in der Offensive ist unglaublich gefährlich. Magena ist Nimona, Rotom Wash kriegen Erdkräfteschaden. Ja, Rotom Wash hat zwar Schwebe, aber ich habe Terra Volt. Kann man gerne mal vergessen. Aber würde auch unglaublich viel Schaden machen. Der Rest kriegt auch sehr, sehr viel Erdkräfteschaden. Ich sehe hier noch einen Meistergriff wahrscheinlich mit Offensivfeste. Das ist noch sehr wahrscheinlich. Deswegen habe ich extra Wutanfall dabei. Kann auch wunderbar noch gegen Vesprit funktionieren. Natürlich gegen Tangela, Eistrahl. Und der Rest wird halt irgendwie anders geplättet. Ich muss natürlich aufpassen, dass Magina schon draußen ist, dass ich dann frei mit Wutanfall hier durchgehen kann, wenn ich Bock habe. Kann funktionieren, wenn der Schwalbos nicht steht mit seinem blöden Schneller sein und Überschallknall und mich One-Hitten nach einem Delegator. Das ist nicht so nice. Gerade wenn ich Leben aufspiele, ist das auch nicht so gerade in der Kombination gut. Aber egal. Kyurem Black kann hier auf jeden Fall Schaden machen. Mal gucken, ob es soweit auch hinkommt. Dann haben wir Filinara. Erneut spezielle Offensiv. Auch mit dem Wahlglas. Und jetzt kommt es mit dem ruhigen Wesen. Denn ich habe ja recht viel Angst vor diesem Magierna. Und ich hatte in der Hinrunde die Taktik ja mit Impulen angewandt, was nicht ganz funktioniert hatte, weil ich hatte nicht die Initiative TV-Haus rausgenommen. Deswegen war Impulen doch noch schneller, also dann langsam am Bizarro-Raum. Impulen ist ja mittlerweile raus aus meinem Team und Filinara ist mein einziges Mon, was potenziell Magierna unterbieten könnte in der Initiative. Magierna hat 65 Initiative-Base, Filinara ist mit 60 das Einzige, was da runtergeht. Und deswegen gehe ich da komplett auf Minus-Init. Auch die 31 Init-TVs habe ich rausgenommen, ganz, ganz sicher. Und ich kann es damit outspeeden. Und ich habe Schallwelle, Rückzug, Kraft aus dem Boden und Psychoschock drauf. Sehr, sehr wichtig, weil Schallwelle macht überall mit den Specs irgendwie Schaden. Außer Set Magierna, Nidoqueen und Akani. Da macht es ja nicht sehr effektiven Schaden. Dafür bietet Kraft aus dem Boden. Die macht da auf jeden Fall bei allen viel Schaden und reicht safe bei allen zum Two-Hit. Also gar kein Problem. Also wenn ich mit Filinara reingehe, werde ich wahrscheinlich sofort auf Kraft aus dem Boden gehen, weil ich eben eins dieser drei Pokémon predikte. Selbst Meistergriff ist natürlich sehr anfällig. Auch mit Offensivfeste macht Schallwelle sogar den One-Hit, glaube ich. Deswegen, und der Rest sieht, der mag keine Schallwelle. Gar nicht. Auch Rotomorsch nicht. Gar keine Chance. Und der Rest eben wird von Kraft aus dem Boden getroffen. Psychoschock ist so eine wahlweise Attacke, weil ich bin hier halt gechoiced. Also, wenn da nur noch Nidoqueen und Meistergriff da stehen, werden da Psychoschock am sinnvollsten. Und im Late-Game vielleicht noch ein Ruckzucki, vielleicht, wenn da noch ein Meistergriff steht oder ein Snivuna, was noch Schaden fressen soll. Oder Schwalbos zum Beispiel. Da macht sonst ein Ruckzucki auch nochmal ein Late-Game ganz gut Sinn. Ja, und wie gesagt, Minus-Initiative, damit ich auch Z-Magena dann schön überraschen kann, wenn ich auf Kraft derselbe Boden gehe. Er geht auf Bizarro rum, in der Hoffnung schneller zu sein, aber nein, dann bin ich plötzlich schneller und dann hat er Pech gehabt. Na gut. Dann als nächstes Mal haben wir noch in der Offensive Voltolos I mal wieder. Komplett speziell offensiv mit dem Experten-Mode. Ich wollte eigentlich Leben aufspielen, aber den habe ich schon auf Kyurem Black drauf, weil ich brauche irgendwie was zum Damage-Boosten, weil Voltolos sonst nicht genug Schaden macht. Hab Donnerblitz, Schlammwoge und Psychokinese zum Angreifen drauf. Donnerblitz macht ja überall irgendwo Damage. Ansonsten habe ich natürlich Tangela da als Defensive Wall gesehen, was von Schlammwoge getroffen wird. Und Psychokinese ist gut gegen Meistergriff, weil Meistergriff hat eine Offensivfeste, überlebt Donnerblitz sehr, sehr gut. Psychokinese ist natürlich auch natürlich mit drauf, klar, aber würde auch nur zum Tour reichen wahrscheinlich. Also ich muss das Ganze predicten, dass er das reinholt, dann Psychokinese drücken und ich würde einen Machtpunch auf jeden Fall überleben. Ein Ice Seed wahrscheinlich nicht. Hab Agilität drauf, falls da so ist wie Snibuna und eben Schwalbos kommen möchte. Ich hatte, glaube ich, die Kyroja wäre in der Hinrunde drauf, wenn ich mich recht entsinne, hat aber nichts gemacht und würde auch nichts weiterbringen, weil Snibuna würde auch mit dem Abschlag genug Schaden machen gegen mich. Deswegen Agilität, um schneller zu sein und dann genug Schaden zu machen mit Donnerblitz. So ist der Sinn des Ganzen, deswegen mache ich genug Schaden auf allem dank des Expertengurts, weil ich irgendwas irgendwie immer effektiv treffe. Psychokinese auch gut gegen Nidoqueen natürlich, weil Donnerblitz da auch nicht trifft. Also nicht so schlecht. Initiative habe ich genug drauf, dass ich gerade so natürlich auch auf 162 komme und somit auch Arcani outspeeden kann. So ist es gedacht, weil ich habe ein mäßiges Wesen, das hat sich da ganz gut gelohnt und Raichu muss ich nicht outspeeden, macht eh nicht so viel Schaden, ich glaube auch nicht, dass es mitnehmen wird und wenn, würde er Raichu wahrscheinlich outspeed creepen, dass ich das dann so oder so outspeeden werde, gehe ich mir schwer von aus, dass ich das nicht auf Speed creepen muss. Deswegen, egal. Gut, ansonsten haben wir noch Toto dabei, meine einzige Defensive tatsächlich, seinen zweiten Auftritt, zuletzt war es ja gegen Barzi dabei, hatte einen super Auftritt hingelegt, weil es daher gehext hat ohne Ende. Erneut spiele ich jetzt physisch offensiv mit der Offensivfeste, nur nicht komplett in der physischen Offensive, Defensive investiert, auch ein bisschen was in der Speziellen, weil ich auch ein bisschen was gegen Schwalbos und Magina brauche. Schwalbos zum Beispiel wird ja mit dem offensiven Investment und mit Überschallknall sehr viel Schaden machen und Turtok kann das Ganze sogar mit dem Two-Hit überleben, also nee, ein Free-Hit würde reichen, dann um es zu besiegen tatsächlich. Und deswegen spiele ich Spiegelcape, Siedewasser, Eisstrahl und Turbodreher.
Spielcape interessanterweise ist ja eine spezielle Attacke, keine Statusattacke. Das heißt, die funktioniert in Kombination mit Offensivfeste. Viele hatten sich gefragt, warum ich die nicht schon gegen Barzi mitgenommen hatte, weil ich da dringend die Aurasphäre gegen Aumoroso brauchte. Deswegen. Aber Spielcape ist ansonsten eine sehr, sehr starke Attacke. Brauche ich auch vor allen Dingen, wenn ich mir so Magiena und Rotomosch angucke, weil die kann ich offensiv sonst nicht schädigen mit Siedewasser und Eisstrahl. Das macht keinen Sinn. Deswegen erwarte ich da eine Elektroattacke seitens Magiena, vielleicht sogar mit einem Voltilon Z. Kann ich mit der Offensive es überleben und Rotomosch macht ungefähr 33% dann. Kann ich wunderbar dann mit dem Spielcape zurückfeuern und irgendwas kriegt dann sau viel Schaden. Siedewasser allgemein zum Damage natürlich. Ich sehe Nidoqueen, ich sehe Arcani. Klar, Meistergriff wird es auch ganz gut überleben, aber na gut. Schwalbos dann mit dem Eisstrahl und der Rest wird auch irgendwie getroffen. Also Toto kann hier auch defensiv sowie offensiv viel, viel Damage drücken. Und wie gesagt, vor allen Dingen als Tank da sein, brauche ich natürlich auch gegen Arcani, weil das Ding wird sonst sehr, sehr gefährlich mit einem Flammenblitz sein. Aber Totodruck wird nicht alles tanken können. Kein Magierner, kein Arcani und Schwalbos zusammen. Also ich muss irgendwas davon rechtzeitig rausnehmen, damit ich mit Totodruck dann noch ein bisschen was tanken kann. Anders geht's halt nicht. So, kommen wir zum letzten Mon und jetzt wird es nochmal recht traurig. Ich muss nochmal eine kleine Geschichte erzählen. Wie gesagt, wir haben ja am Montag schon gekämpft. Das heißt, ich musste recht schnell meine Mons gen, hatte lieber Pokéballs übernommen. Übrigens, vielen, vielen Dank auch dafür. Allerdings, als wir die 6 Mons getauscht haben, weil ich selber nicht gennen kann, haben wir die ersten 5 Mons getauscht und Nidoqueen war das letzte und mitten im Tausch, und dabei habe ich eigentlich ein sehr gutes Internet, ist mein Internet abgekackt, komplett für den letzten Rest des Tages. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn man im Tauschen ist bei Sonne und Mond, kann es gut sein, dass mal eine Sperre auftaucht dann plötzlich, nachdem man das Internet verloren hat. Und ja, leider habe ich dann eine 3-Tages-Tauschsperre bekommen, das heißt, ich konnte nicht über Sonne und Mond tauschen. Anders gesagt, musste mir ein Abonnent, vielen, vielen Dank dafür nochmal, Nidoqueen über der 6. Gen, also über Oras tauschen, Gen tauschen auf meine Oras-Edition, und ich musste dann über Pokébank das dann auf meine Sonne-Edition raufholen. Problem ist, ich konnte dann mein Item nicht mitnehmen. Denn dieses Nidoqueen war eigentlich anders geplant. Ich wollte es nämlich komplett physisch offensiv mit der Eisenkugel spielen, weil, egal wie viel Insel-Investment ich spiele, ich komme mit der Eisenkugel dann auf Hälfte Initiative und kann somit auch Magiena dann unterbieten dann auch. Das heißt, es wäre dann quasi künstlich erzeugt, dass ich noch ein weiteres Mon habe, was ihn dann im Bezauberraum outspeedet. Aber Eisenkugel konnte ich dann halt nicht mitnehmen, aufgrund dessen, dass ich das von der 6. auf die 7. Gen geholt habe. Deswegen musste ich improvisieren, habe den Walschall drauf geholt, dass ich zumindest einen Pokémon habe, was schnell nochmal outspeeden kann. Habe da die Tarnsteine drauf, um ihn auch zu baiten. Tarnsteine, Walschall spielt man normalerweise nicht. Ich weiß, aber Tarnsteine kann ich rausholen. Dann würde er wahrscheinlich nicht erwarten, dass ich dann auch den Walschall spiele. Erdbeben allgemein macht sehr viel Schaden auf dem Rest, was so mir entgegenkommen kann. Ansonsten eben die Schlammbo gegen Tangela zum Beispiel oder gegen Stahlboss natürlich. Und viel Ender gegen Vesprit. Eigentlich war die Schleudertacke drauf geplant. Also Eisenkugel Schleuder macht 130 Schaden mit einer Unlichtattacke, die sehr effektiv ist. Macht schon Schaden. Somit kriege ich dann auch meine Eisenkugel weg. Und wenn der Bizarraum weg ist, kann ich dann also auch mit Speed dann natürlich auch hier begeistern. Und Nidoqueen würde dann so eben seinen Spielzug machen. Und Vesprit würde dann sehr, sehr viel Schaden durch den Schleuder bekommen. Und ich kann es dann noch speeden und dann eben mit Schlammkugel den Rest machen. Aber so muss ich eben viel in spielen. Mit dem Wahlstab würde es auch zu Tourette reichen, theoretisch. Ich muss nur eben richtig predikten. Mal schauen, ob Nidoqueen dann eben seinen Job machen wird. Man weiß es nicht. Ist schade, weil ich wollte es echt mal so spielen, aber mein Internet, Leute. Einmal hat es nicht funktioniert und genau an der wichtigsten Stelle. Aber was soll's, Leute. Die Technik funktioniert ja allgemein nicht wirklich gut in letzter Zeit. Aber das bin ich ja gewöhnt. Na gut, Leute. Das war soweit mein Teambuilding. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Schaut auf jeden Fall beim Present AP vorbei. Der hat nämlich auch sein Teambuilding-Video bereits hochgeladen. Sehr sehenswert. Auf jeden Fall reinschauen. Und dann geht's dann morgen, wenn ihr das pünktlich guckt, am 15. Spieltag direkt um 12 Uhr los. Also direkt den ersten Kampf des Spieltages werden wir bestreiten. Und dann schaut auf jeden Fall bei ihm auch in seiner Sicht vorbei. Er hat sogar 2 Versionen hochgeladen. Also einmal die ganz normale nachkommentierte Version und auch oft nicht gelistet die live-kommentierte Version. Kann man sich beides angucken. Definitiv empfehlenswert. Ansonsten verabschiede ich mich und freue mich schon, denn ich muss ja schon ein bisschen vorproduzieren, weil nächste Zeit kommt so ein bisschen die Urlaubszeit für mich, auch Google Liga steht an, deswegen müssen wir so ein bisschen Gas geben, dass wir die ganzen Kämpfe schon voraufnehmen. Deswegen mache ich bereits mein Teambuilding gegen die nächsten Gegner, was die liebe Captain Cringe ist. Das wird ein interessanter Kampf, glaube ich, und dementsprechend freue ich mich auch schon auf nächste Woche, aber wir schauen erstmal, dass wir Present schlagen können. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß, danke fürs Zusehen, bis dann und auf Wiedersehen.